Neurofibromatose ist ein genetischer Defekt, der besonders die Nerven und die Haut betrifft. Und dort gibt es auch ein höheres Risiko an Tumorbildungen. Die Merkmale sind eigentlich eben diese Cafeolet-Flecken, Knochenänderungen, Osteoporose. Neurofibromatose beschreibt eigentlich eine Gruppe von drei Erkrankungen, die Neurofibromatose Typ 1, Typ 2 und Schwannomatose. Die einzige Gemeinsamkeit ist, dass alle drei genetisch bedingte Erkrankungen sind, die Tumoren an den Nerven überall im Körper auslösen können. Es können genauso motorische und kognitive Schwierigkeiten auftreten und betrifft das ganze Leben. Bluthochdruck, Schlaganfälle, ja, die Liste ist ewig lang. Es ist nicht meine Schuld, dass ich krank bin. Und ich kann auch nichts dagegen unternehmen. Von dem her schenkt einem das, glaube ich, ein Stück an Frieden. Mein Sohn hat sehr spät angefangen zum Laufen, weil er nicht gehen hat können. Dann ist dazu gekommen, dass er mit 12 Jahren fast erblindet ist. Besonders die Unklarheit, dass ich nie weiß, was in der Zukunft sein wird. Als Musiker war es für mich ein großer Schock herauszufinden, dass ich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit taub werden könnte. Ich liebe Jazz, ich liebe auch R&B, Funk, viele Musikrichtungen, die mir fehlen würden. Dass man mal lernt, mit denen umzugehen, dass der Mitmensch einen so akzeptiert, wie man ist. Es gibt keinen Perfekten. Ich mag nicht, wenn ich sehe diese Flecken. Ich habe mit meiner Mutter geredet und sie hat mir gesagt, das ist egal, du bist hübsch, hübsche Frau. Also ich war 2 Jahre alt, wie ich die Chemotherapie machen musste und das hat dann 1,5 Jahre lang gedauert. Wenn sie mal erwachsen ist und mich fragt, was ich getan habe, um ihr zu helfen, dann möchte ich halt eine gute Antwort haben. Also die Chemo meiner Tochter hat mich eigentlich inspiriert dazu, den Verein zu gründen. Genau. Neurofibromatose ist eine heimtückische Krankheit. Die Liste der Symptome ist lang. Helfen Sie uns, Neurofibromatose durch Forschung zu besiegen.